Hallo Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video. Diesmal zu einem ganz besonderen Video. Wir haben die 150 Abonnenten geknackt. Es freut mich, dass wir diese Zahl erreicht haben, zumal weil mein YouTube-Kanal nicht wirklich groß ist. Aber gut, nichtsdestotrotz würde ich gerne dieses Event mit euch feiern. Ich würde mal sagen, wir unterbrechen die Sendung für sehr wichtige Nachrichten. Hey, das ist meine Sendezeit. Verpiss dich von hier. Schnauze da drüben. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu den News und das sind unsere Themen heute Abend. Krieg zu Wasser und zu Lande. Die Truppen der Diktatoren Zockerge greifen nun an. Das Vollgeist-Turnier hat einen neuen Champion bekommen. Gucken wir mal nach, wer es geworden ist. Der Krieg in der Galaxis weitet sich aus. Die Truppen kämpfen tapfer gegen die Droiden der Separatisten und halten Stand. Schießerei in einer Tankstelle. Man regt sich wegen zu kleiner Gummis auf. Die Formel 1 ist an diesem Wochenende zu Gast bei uns und mal schauen, was sich im Qualifying alles so abgespielt hat. Und dann haben wir auch noch wie immer unseren Promi-Check auf YouTube. Was machen unsere Prominenten alles so? Und dann haben wir noch das Wetter und die Lottozahlen für Sie. Heute im Studio Commander Cody. Noch einmal guten Abend, meine Damen und Herren, und Hashtag für Master MLP. Es ist passiert. Die Diktatorin Zockerge hat ihre Truppen zu einem Angriff auf Halsmaulstadt entsandt. Doch sie hatten nicht mit der 212. Panzerbrigade und deren Schiffsflotte gerechnet. Unser Reporter Zombie berichtet Ihnen nun, was dort geschehen ist. Um 13 Uhr durchbrachen feindliche Panzer der Anführerin Zockergirl die Verteidigungslinie der Armee. Die Truppen von Zockergirl rückten weiter ins Land vor, bis sie von der 212. Panzerdivision gestoppt werden konnten. Aber der Angriff kam nicht nur über Land, sondern auch auf dem Wasser. Dies wurde von der 13. Schiffsflotte erfolgreich aufgehalten. Dies geschah unter großen Verlusten beider Seiten. Doch es war den Truppen gelungen, ihre Stellung zu verteidigen und den Feind weiter zurückzudrängen, so der Admiral Wolf von der 13. Schiffsflotte. Man bereitete sich auf einen Gegenangriff vor. Das wird nicht leicht, meinte er. Fest steht, das war nicht der letzte Angriff von den Truppen von Zockergirl. Wir durften nur hoffen, dass sie die Lage bald wieder beruhigt. Er hat es nun endlich geschafft. KillRacer 12 hat sich nach einem langen Turnier die Krone im Weltmeisterschaftsturnier von Vollgeist gesichert. Er konnte sich vor seinen Rivalen Master M, LP und DKMJ durchsetzen. Und wer hat das geschrieben? Okay, gut. Jetzt weiß ich zumindest, wen ich dafür beruhigen muss. Weiter im Kontext. Er sagte, es war ein hartes Stück Arbeit gewesen, um sich den Titel zu sichern. Die anderen seien auch nicht ohne gewesen, sagte er in Interview mit uns. Der Einzige, der hinter seinen Erwartungen persönlich blieb, ist Cody. Moment mal, bin ich doch. Was habe ich da gelabert? Egal, sagte der 22-Jährige. Er werde aber hart trainieren, um nächstes Jahr anzugreifen bei der EM. Ja, KillRacer, kannst dich schon mal warm anziehen. Das, was da auf dich zukommt. Der Krieg in unserer Nachbargalaxie weitet sich aus. Auf Dutzenden Planeten und im Weltraum toben zahlreiche Schlachten zwischen den Klonen der Republik und den Droiden der Konföderation unabhängiger Systeme. Was heute alles passiert ist, nun, das wird Ihnen Master MLP jetzt berichten. Auf dem Planeten Kamino und im All über Wyloth ist die Republik angegriffen oder in eine Falle gelockt worden. Den republikanischen Klonen gelang es jedoch mit Hilfe der Jedi und der herannähernden Verstärkung das Blatt zu wenden. Die Droiden versuchten noch verzweifelt ihre Stellung zu verteidigen, aber es gelang ihnen nicht.
Um 14 Uhr unserer Zeit wurde die Blockade von Ryloth durchbrochen und die Klone konnten das Volk der Twi'lek helfen. Auf Kamino war die Situation aber noch sehr angespannt. Als es einem Spezialkommando gelungen war, das Flaggschiff der Droiden zu zerstören, wendet sich nun auch hier das Blatt Gunsten der Klone. Ihnen gelang es, die Stadt von den Droiden zu befreien. Wie ein Sprecher meinte, war es sehr knapp. Nun dank der Verstärkung war die Verteidigung erfolgreich. Wir können also hoffen, dass der Krieg bald endet. Stellen Sie sich vor, ein Mann käme in eine Tankstelle und beschwere sich über Gummis. Ja, über Gummis, Sie haben richtig gehört. Es klingt lustig. Ist es auch? Aber Spaß beiseite, das klingt alles wie in einem schlechten Film, ist aber leider Realität. Der Reporter Bambi erzählt Ihnen nun, was geschehen ist. Gegen 14.30 Uhr griff ein vermeintlicher Kunde den Besitzer einer Tankstelle an. Laut Aussage des Tankstellenbetreibers griff der Mann nur an, weil ihm die angebotenen Gummis zu klein waren. Aus Angst drückte der Besitzer der Tankstelle unbemerkt einen stillen Alarm. Vor Wut über die Gummis zückte der Mann eine Waffe und raubte die Tankstelle aus. Die Polizei traf rechtzeitig ein und es kam zu einer wilden Schießerei, in dem es der Täter gelang, mit seinem Fluchtwagen zu fliehen. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und versuchte, den Mann zu stoppen. Bislang allerdings ohne Erfolg, da die Verfolgung immer noch im vollen Gange ist. Bleiben Sie sofort stehen, oder wir schießen. Vergesst es, ihr holt mich doch sowieso nicht ein. Die Formel 1 ist am diesem Wochenende bei uns im Lande zu Gast. Im freien Training sah es absolut nicht gut aus für den Weltmeisterschaftsführenden aktuell Max Verstappen. Er musste ja schließlich seinen Weltmeistertitel verteidigen. Er lag deutlich hinter Hamilton zurück. Aber zum Glück gab es aus deutscher Sicht eine hervorragende Überraschung, aber das wird ihn nun unsere Reporterin Zockergirl höchstpersönlich erzählen. Für den Weltmeister Max Verstappen begann die Quali besser als das freie Training am gestrigen Tag. Schon nach der ersten Runde konnte Verstappen die Bestzeit von Hamilton unterbieten. 5 Minuten vor Ende des Q1 konnte sich Hamilton die Führung zurückerobern. Verstappen fiel auf Position 5 zurück. Die neue Fahrerin, Juhu Let's Play, schlug sich überraschend gut. Nach dem Ende der Q1 stand sie auf Position 12. Eine gute Leistung für eine neue Fahrerin. In der Q2 lieferte Verstappen in der zweiten Runde die Bestzeit des heutigen Tages ab. Hamilton, der auf Position 4 zurückfiel, konnte diese Zeit nicht toppen. Die größte Überraschung ist aber Juhu Let's Play in Williams gelungen. Sie landete auf Position 7. Dies ist ihre beste Platzierung, die sie im Laufe ihrer noch jungen Karriere bisher erreicht hatte. Und damit zurück ins Studio. So, nach unseren Formel 1 News kommen wir nun zu unserem YouTube-Check. Fangen wir doch mal an. Also, wir haben da erstmal den Master MLP. Der hat nämlich vor ein paar Tagen Musik aus meinem Intro Teil 40 veröffentlicht. Eine sehr, sehr schöner Remix, wie ich finde, der eine kleine Geschichte erzählt. Was das für eine Geschichte ist, müsst ihr natürlich selber rausfinden. Ist natürlich alles im Teletext verlinkt, ne? Müsst ihr nur kurz nach unten gehen. So, aber kommen wir nun wieder zum Musikvideo. Meine persönliche Meinung ist dafür, es hat sich richtig gelohnt, das Video anzuschauen. Master MLP hat einen sehr, sehr, sehr schönen Teil rausgebracht, wie den Teil davor, wie ich finde. Aber nichtsdestotrotz würde ich mal sagen, machen wir mal gleich weiter mit unserem zweiten YouTuber. Der zweite YouTuber ist nämlich der liebe DKMJ Gaming. Der hat nämlich am letztigen Sonntag einen Community-Stream mit uns allen veröffentlicht, nämlich Fall Guys. Ne, da haben wir mit 11 Leuten zusammen Fall Guys gezockt. Hat sehr viel Spaß gemacht, die persönliche Erfahrung. Leider habe ich keine Punkte dabei gemacht, aber das ist ja nicht so schlimm. Kannst dich darauf vorbereiten, DK, dass ich ein paar Punkte nächstes Mal mache. Mit Ansage. So. Aber nichtsdestotrotz, DK auch einmal die Krone gewonnen, aber er hat das dadurch nicht gewonnen, sondern der liebe Jamie hat auch noch 2 Punkte bekommen und nicht zu vergessen, der TNT-Boy hat natürlich auch 2 Punkte bekommen. Somit hatten wir 3 Sieger, die es absolut verdient hatten, dieses
Spiel zu gewinnen. Mal gucken, ob es dieses Mal auch so gut klappt mit den 11 Leuten. Ich kann es nur hoffen, weil es war nämlich sehr lustig zusammen. So, kommen wir nun zu unserem nächsten YouTuber. Das ist nämlich der meistens anders. Da gibt es leider diese Woche nicht so viel zu berichten. Aufgrund, ja, wahrscheinlich, ich möchte ja keine Vermutungen anstecken. Er hat auf jeden Fall angekündigt, ja, wo er ist momentan nicht so aktiv. Wir haben keine Bestätigung oder ähnliches, ne? Wir können nur vermuten. Und Vermutungen, Freunde, wisst ihr, sind meistens immer falsch. Also es laufen aktuell keine Streams leider von ihm. Aber wir können hoffen, dass bald wieder Streams bei ihm laufen. Ne? Der Lord der Unterwelt macht bestimmt eine wohlverdiente Pause, Freunde. Und wir sagen zum nächsten YouTuber. So, der nächste YouTuber ist Xavos. Xavos hat ja vor ein paar Tagen, genau gesagt, gestern Abend war es ja zu meinem Zeitpunkt noch, nämlich auf YouTube wieder live gestreamt. Er ist nämlich von Twitch auf YouTube wiedergekommen. Was der Grund war, wir können auch nur da wieder Vermutungen anstellen. Vielleicht kann er es ja unten in den Teletext schreiben, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber würde mich echt mal interessieren, was zu diesem Wechsel geführt hat. Er hat dann nämlich, ja, nicht mehr auf Twitch gestreamt, weil er wahrscheinlich einen Horror-Stream machen wollte. Aber eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen. So, aber was da noch war, nämlich, dass seine Aufrufzahlen deutlich in die Höhe geschossen sind auf YouTube. Ne, ich habe das mal ein bisschen verglichen. Die Aufrufzahlen sind deutlich nach oben gegangen im Gegensatz zu Twitch. Soll nichts heißen, aber es ist natürlich auch Freude für ihn und ne, Unterstützung ist halt immer wichtig, Freunde, ne? Also gerne bei allen vier vorbeischauen, ne? Und ein Abo und ein Like da lassen, ne? Und immer regelmäßig schauen. Deswegen würde ich sagen, was ist auch an dieser Stelle mit dem YouTube-Check? Und kommen wir nun zum Wetter und zu den Lottozahlen. Die Lottozahlen. 3, 55, 765, Schnurrbart, 4, kleiner Stern, aber nur ein kleiner Stern, Prozentzeichen, dann ein Gesetzeszeichen, ein Dollarzeichen und die Superzahl, ein Freizeichen. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun kommen wir zum Wetter für morgen, den 25. Januar. Am nächsten Morgen sollen leichte Kämpfe die Ruhe stören, die zum Vormittag dann schwächer werden. Am Mittag ist ein vermehrtes Jetaufkommen am Himmel zu sehen, mit hoher Kampfwahrscheinlichkeit. Der Wetterdienst hat deshalb eine Warnung herausgegeben. Bleiben Sie bitte drinnen. Am Nachmittag vereinzelte Raubüberfälle, die sich dann bis zum Abend halten. Ab 19 Uhr eine hohe Chance, vom Panzer überfahren zu werden. Also hier auch nochmal eine Warnung des deutschen Wetterdienstes. In der Nacht soll es ruhig bleiben. Ach! Bleiben Sie endlich stehen! Nö. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. So, Freunde, ich hoffe, euch hat das 150 Abonnenten-Special gefallen. Erst einmal ein großes Dankeschön an alle, die mitgewirkt haben. Das waren zum Beispiel der Killracer, dann war es noch der liebe Zombie, meine Freundin, die liebe Zockergirl, dann der liebe Master MLP, der liebe Crazy Bambi aus meiner Crew und so viele Leute, die hier einfach Kleinigkeiten gemacht haben. Erstmal an die ein großes Dankeschön, dass ihr da mitgeholfen habt, das aufzunehmen, Texte einzusprechen oder einfach nur beizusteuern, irgendwie am Projekt teilzuhaben und dass ihr mir geholfen habt dabei. Und dann möchte ich mich natürlich auch bedanken, dass ihr dieses Video geschaut habt. Es bedeutet mir sehr viel, dass ihr das schaut mit mir zusammen und ich auch das mit euch teilen kann. Und deshalb möchte ich mich auch natürlich auch bei euch bedanken, dass ihr mich abonniert habt und dass wir dieses Special feiern. Entschuldigung. feiern können. Und ich hoffe, dass wir noch etwas größer werden und dass wir auch bald das 200 oder vielleicht auch sogar bald 300 Abonnenten Special feiern können. Ich würde mich sehr, sehr freuen, würden wir das feiern können. Ne? Und natürlich möchte ich mich natürlich auch an alle diejenigen bedanken, ne? Weil meistens anders möchte ich mich bedanken. Bei DKMJ möchte ich mich bedanken, bei Xavos möchte ich mich bedanken, bei MasterMLP und natürlich auch an
alle anderen auf dem Discord-Server, ne? Grüße gehen an der Stelle raus, ne? Die teilweise so viel bei dem Video oder auch beim Projekt mithelfen, die Besatzung. Das ist wirklich sehr schön, dass ihr da so viel Engagement und ja, Herzblut mit reinfließen lasst, ne? Das finde ich sehr, sehr wichtig und ich finde, das gehört auch dazu, dass man nicht immer nur an sich selber denkt, wie Xavos es immer sagen würde. Man muss auch mal zurückstecken und auch anderen Leuten helfen. Genau das werde ich auch immer tun. Ich helfe, wo ich kann. Aber wenn ich nicht helfen kann, dann tut es mir natürlich auch leid. Und mit diesen Worten will ich mich ganz herzlich nochmal bedanken, dass wir das geschaffen haben. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, reingehauen. Ciao, ciao.